Dann läuft jetzt die Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Session. Genau, Crash Team Racing, genau. Ja. Jo, nicht wundern, was hier da so hängt. Das ist der Mikrofonarm. Das, den werden wir wahrscheinlich nicht ganz rauskriegen. Könnte man erraten können. So, anhand dessen, dass da ein Mikrofon dran hängt. Ich weiß ja nicht, wer da hinguckt, aber es ist auch alles schied egal. Ja, wir was ist? Nicht? Wir machen hier weiter mit Spyro, wollte ich gerade sagen. Wir machen weiter mit Spyro, sagt der Mann. Ich glaube nicht. Mit Crash Team Racing Rider. Mit Crash Team Racing Nitro Fueled. Refueled. Fueled. Heißt es nicht Fueled? Fueled. Es ist Fuel. Fuel ist Benzin. Und refueled. Wieder aufgetankt. Okay, ja. Wir sind bei 20% oder so. Es ist wieder schön hier zu streamen. Ich habe schon lange nicht mehr gestreamt. 21 Tage. Und ich habe schon Entzugserscheinungen tatsächlicherweise. Ja, hier schon lange nicht mehr geguckt. Also. Das war doch erst gerade eben mit dir. Oh, jetzt habe ich den Start verkackt. Ja, mal gucken, ob wir es hier noch drauf haben. Ich habe das ein bisschen mit Tramp in Sudsway gezockt. An einem Tag. Bitte wer? Was? Bitte was? Was? Sudsway, das war unser Untergrund. Unser Kölner Zeit. Und ja, da haben wir so ein bisschen, sind wir ein paar Rennen gegeneinander gefahren und am nächsten Tag haben wir das dann mit Mario Kart gemacht. Ja. Ist eigentlich mittlerweile bekannt, wenn der gute Krümel hier wieder im Land ist? Ja, er hat. Was hat er gemeint? Weihnachten, ne? Also ich weiß nein, nicht. Nein, nicht Weihnachten, eigentlich schon früher. Hat er zu mir, oder habe ich ihn nochmal gefragt? Ja? Da wäre doch noch. Ach, ich weiß nicht mehr, irgendwas in. Vorklären, aber die sind jetzt ja schon zu Ende. Nee, ich weiß nicht, aber es soll nicht, also es ist vor Weihnachten, hat er mal gesagt. Nee, Sommerferien, der hat ja Semester. Oder Semester. Der jetzt noch, auch noch 4 Wochen. Also das kann schon sein, dass der noch schreiben wird. Genau, müsste Semesterferien sein. Auf jeden Fall bin ich auch von Weihnachten ausgegangen, da hat er gesagt, nee, ist halt früher. Aber ob so ist, sehen wir dann, wenn es Licht angeht. Und da vor der Tür steht. Heiland! Mailand. Die Strecke ist beschissen. Was auch sehr nett aussieht, aber das sind 4 DLC, aber die sind ja wie immer artig teuer. Hast du überhaupt Basic-Spiele? Mhm. Ja, ich weiß nicht, ist irgendwie immer so das Gleiche. Irgendwann ist es nochmal gut mit der Lebenssimulation. Ich viel geiler fände, wenn endlich mal ein neues Sims kommt. Und wieder mit Tramp unser Traumhaus bauen. Ah, okay, wir sind auf Platz 2, das ist gut. Oh, Junge! Nee, gut, Sims ist halt, dass du ausgelegt hast, du im Laufe der Lebensspanne jetzt ein paar hundert Euro für die DLCs ausgibst. Ja, ja, wie war das? Irgendwie 500 Euro und du hast noch nicht alle? So 40 pro Stück und das gibt mittlerweile eine ganze Menge. Ja, ja, das stimmt. Das gibt es dann irgendwann mal in 10 Jahren im Sonderangebot für 200 Euro alles zusammen. Das ist immer noch. Ja. Also das Neue war, würde das Geld auf jeden Fall wert sein. Was ich ein bisschen abartig fand, war jetzt, das hatte ich überlegt mir zu holen, das Haustier DLC. Aber 40 Euro, nö. Das ist Wahnsinn. Ich habe mir mal fürs Berufsleben DLC, habe ich mal gedacht, okay, das holst du dir. Und das verfolge ich jetzt schon, seitdem es draußen ist. Das kostet jetzt immer noch 30 Euro. Das sind schon 2 Jahre her.
2,5 Jahre, irgendwie sowas? Wirst du es nie schaffen, diesen Fässern links oder rechts auszuweichen? Oder nee. Ist das nicht so dein Ding? Das ist nicht so mein Ding. Und weißt du warum? Ich sag dir warum. Weil ich unfähig bin und eh rausfallen würde. Und wenn ich rausfalle, kostet es mehr Zeit als, ja, genau. Okay. Na dann. Also ich habe es nicht gemessen, aber so subjektiv aus meinem Empfinden. Hauptsache, du bist ehrlich. Was? Ja, noch, okay, Gott sei Dank. Hätte ich das verkackt, ich hätte. Noch und weiterhin. Hier aus dem Fenster gestürzt. Das ist blöd, wenn man kurz vorm Rennen seinen ersten Platz verliert. Ja gut, in Mario Kart wirst du ja eigentlich immer, ne? Gibt keinen Weg, das freundlich zu beschreiben. Also ich und Dramp, wir sind bei Mario Kart immer gleich aufgelegen. Wir hatten immer, also einer war immer ein Platz hinter dem anderen und hatte meistens immer eine Frucht mehr oder tatsächlich die gleiche Anzahl von Coins sind es da, keine Früchte. Ja gut, das sagt ja nichts aus. Das beschreibt ja bloß deine Endgeschwindigkeit. Je mehr Coins du hast, desto mehr Speed kriegst du. Mehr sagt ja, und du rankst auch tatsächlich ein bisschen weit oben in der Rangliste. Das kann sein, aber... Ja, das wirkt da auch mit. Weiß ich nicht, was ich wüsste. Also ich glaube, an den Siegerspunkten zählt das nicht mit, aber... Ich weiß es nicht mehr. Nee, auch nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, ja. Du bekommst eine Trophäe? Hat sich das nicht so gelohnt, dass ich das Spiel gekauft habe, also... Mario Kart? Ja. Hin und wieder, wenn ihr dazu Besuch ist. Ich habe glaube ich 60 Stunden oder so mal. Das kann sich sehen lassen. Ja, aber es gibt auch andere Switch-Spiele. Ich frage mich, warum habe ich die gekauft? Die habe ich noch nie gespielt. Das ist eigentlich richtig dumm. Ich wollte dir jetzt was zeigen, aber das kann ich gerade nicht. Kommt drauf an, wie lang es geht. Ich muss auf die Rückseite vom Greenscreen. Okay, dann musst du, vergiss es. Die Ladezeit ist lang, aber nicht so lang. Ja. Ja, mal gucken, ob wir das jetzt hier schaffen. Kleiner Spoiler, wir werden am 20. September gleich bei Release Zelda unboxen und natürlich auch sofort anzocken, das ist gar keine Frage. Und zwar Zelda Link's Awakening, eine Kindheitserinnerung, wie hier Crash Team Racing. Freue ich mich schon drauf. Zumal ich bei Zelda, da habe ich vielleicht immer 20% geschafft und dann bin ich da in irgendeiner Höhle nie weitergekommen und dann ist das Spiel gestoppt. Und mit dir im Petto und deiner Kompetenz habe ich die Chance, Möglichkeit und nicht Befürchtung, sondern Hoffnung, richtig, genau, dass wir das Spiel durchspielen können und ich endlich mal das Finale von Zelda erleben. Da kam doch noch irgendein Teil, den ich tatsächlich auch interessant gefunden habe. Irgendwas anderes soll doch auch noch in Masse genau von Zelda. Oh, wie was anderes auch von Zelda soll ja ein zweites. Fuck. Ein zweit neues geben. Geht mir jetzt schon auf die Nüsse. Breath of the Wild 2. Das meine ich nicht. Was anderes ist mir nicht bekannt. Wind Waker war es nicht und es war auch nicht das, was ich mir eigentlich wünscht. Twilight Fall. Das war die Minecraft Map. Twilight Princess. Twilight Forest war die Minecraft Map. Was ist denn hier jetzt eigentlich die richtige Taste? Irgendeine, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, die Runde werde ich nochmal fahren. Ich weiß nicht, woran ich das sehe. Das letzte Mal. Oh. Das ist wenigstens gut. Alle wegrammen mit dem Ding. Ja. Bin da erwischt. Hier. Und gleich noch einer. Hau rein. Mann. Es wird geklatscht, Junge. Klatsch. Und schwuppdiwupp ist auf Platz 2. Jetzt wollte ich gerade sagen, Happy Birthday. Genau. Gibt es hier einen Drift-Knopf? Ich weiß es nicht.
Oh, das hat mich Tramp auch immer gefragt. Wie kann man hier driften und wie kann man bei Mario driften? Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Mario weiß es, hier habe ich keine Ahnung. Aber das Driften ist halt essentiell, um Speed zu kriegen. Also ich habe noch nie gedriftet. Also noch nie bewusst zumindest. Ich weiß nicht. Ich habe es auch immer ohne Drift geschafft. Das ist eine miese Wache. Das ist meine Kindergarten. Die Tasten aus, die ich drücken könnte. Vielleicht geht das da ja auch gar nicht. Also, unsere Gegner kriegen es mal hinten. Ach so. Gelegentlich. Ich glaube, wenn du jetzt nochmal schießt oder nochmal die Taste drückst, dann. Ja, genau, kannst du das machen. Sehr gut. Den hast du gebeutelt. Dafür ist dann halt dein Schutz weg. Oh! Bumm. Okay. Hat ihn nicht gejuckt. Ging ihm am Arsch vorbei. Hey, im wahrsten Sinne des Wortes. Hä? Was zum Scheißdreck? Ja, scheiße ist es, da hast du recht. Ja, wie mir aufgeschrieben, Search it zum Mitnehmen. Die Bestellnummer. Jetzt kann ich ja auch die hier anwenden. Das ist doch geil. Nee, was ich eigentlich gucken wollte, ist wo denn das? Da, Crash Team Racing. Ich muss ja überlegen, was ich denn. Aus dem Weg! Wie ich denn die Folge anwende. Weißt du, was wir in Köln gemacht haben? Das hat es auf YouTube noch nie gegeben. Jetzt darfst du mal raten, was wir gemacht haben. Keine Ahnung, Cornflakes Unboxing, das traue ich halt euch als erstes zu. Das ist eine neue Videoidee, sehr gut. Ich schätze meine Mitarbeiter, die kein Geheimnis. Nee, wir haben Unboxing gemacht. Und zwar an einem ganz seltenen Ort, wo noch keiner ein Unboxing gemacht hat. Rate mal wo. Es ist eine Sehenswürdigkeit, ein Dreh- und Angelpunkt der Weltgeschichte. Oh! Das war rein. Fuck, Mann! Ein Meter vorm Ziel. Nee. Nee, keine Ahnung. Du warst an dem tollen Baum, den. Wie hieß er? Bernd? Ja. Kennst du auch Bernd? Als ich da dann das erste Mal war, beziehungsweise das erste Mal dieses Jahr, die dann gesagt haben, also wir treffen uns dann beim Bernd, dann habe ich gefragt, wer ist der Bernd? Dann hat er gesagt, das ist der Baum. Dann habe ich gedacht, oh mein Gott, wie kann man einen Baum nur Bernd nennen? Oder wer benennt überhaupt einen Baum? Das fand ich schon. Was? Wo genau ist gerade weggeflogen? Meine Prothesenhülle. Hallo. Nee, wir haben ein Unboxing auf dem Kölner Domplatz gemacht. Was meinst du, könnte das erfolgreich werden? Keine Ahnung, was habt ihr unboxed? Rode Filmmaker Kit. Und das ist? Das ist quasi. Das war richtig geil. Du hast quasi so einen Sender an der Kamera und einen Empfänger, den du mit dir rumträgst. An den Empfänger schließt du dein Mikrofon an und dann kannst du quasi so gut wie kabellos, du bist an kein Kabel gebunden, kannst du nur 100 Meter weglaufen und quatschen und die Kamera. Okay. Genau, richtig. Okay. Und das war ziemlich geil. Okay. Da habe ich dann gefragt, ja, wo wollen wir das dann unboxen, wo treffen wir uns? Und da hat Felix gesagt, ich weiß nicht, ob es nur ein dummer Spruch von ihm war, aber das können wir doch auf beim Kölner Dom machen. Da habe ich gesagt, das ist eine geile Location, wir machen das Unboxing beim Kölner Dom. Ja. Also ich weiß nicht, wenn man das, glaube ich, ganz gut gestaltet mit einem Thumbnail, wo dann quasi der Kölner Dom zu sehen ist. Und quasi das Unboxing selber und wir dann in den Titel schreiben Unboxing beim Kölner Dom. Ich glaube, das könnte viral gehen. Also ich meine, sowas gibt's noch nicht. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ja, keine Ahnung. Also, dass es das nicht gibt, ja. Aber ob es den Bedarf dafür gibt, das keine Ahnung.
Ich weiß nicht, also ich habe da ein ziemlich gutes Gefühl tatsächlich. Aber mal gucken, was daraus wird. Ich fand es auf jeden Fall geil. Ja. Selbst wenn es nur ein dummes Kommentar von Felix war, das war genial. Dings! Ich glaube, du brauchst da 10 Früchte, um die Abkürzung zu nehmen, um genug Energie zu haben. Keine Ahnung. Ich glaube ja. Adams? Ja, der ist runtergeflogen. Oh, gut ausgeglichen. Unentschlossen? Hast du gerade auch gesehen, oder? 8 und dann 5. Ja. Keiner hat dich überholt. Ich habe die Zeit benutzt. Was heißt jetzt? Ja, du hast sie quasi ein bisschen verlangsamt, hast so eine Ultraschallwelle abgezogen. Hast die Welle gemacht. Ich hab sie gereinigt. Was ich mir auch noch angucken wollte, das ist relativ günstig und klang auch ganz okay. Vielleicht hast du das Video von Ranzhardt damals gesehen. Nee. Das Samsung. Nee, halt. Samsung? Ja, so ein kleines Mikrofon. So wirklich geil. Hast du es nie mal gesagt? Ja, vermutlich. Ich glaube ja. Immer gesprungen, Mann, Fahrer. Kleines Mikrofon, das war das Stichwort. Ja. Das habe ich schon mal von aus deinem Munde gehört. Aber ich wollte gern noch ein Mikrofon haben, das ich jetzt zusammen mit dem Laptop mitnehmen kann. Und da bietet sich jetzt ein Scarlett oder sowas nicht unbedingt mit vollem Mikrofon an. Wäre ein bisschen übertrieben. Naja, ich sag nur mal Mauspad. Ja, also sag nie wieder was unter, von übertrieben. Aber das Scarlett kriege ich da nicht mehr rein. Ja, mein Gott, das wäre die nächste Steigerung. Naja, soll ich mit 2 Rucksäcken laufen? Oder? Mhm. Einer vorne, einer hinten. Wenn dir einer dumm kommt, sagst du, ich boxe. Dämlich aus wie du manchmal, danke. Hä, warum das? Weil du auch schon mal im Video vorne und hinten den Rucksack hast. Hä? Hab ich das? Naja, hab ich ja nicht mehr. Was ist mehr. Aber ja, okay. War das auch mal 2. Das sieht immer gern scheiße aus. Mein Gott, über die Ästhetik lässt sich streiten. Feuern noch die Raketen ab. Ja, genau. Oh mein Gott, das ist mir. Heute läuft's nicht bei mir. Was soll du mal auf tun? Ich bin immer ganz tot. Die Aktionszeit ist halt heute ausverkauft. Das habe ich genauso geplant. Geh mal her, Junge. Wie lange geht's überhaupt? 17. Machen wir einen Cut. Okay. Also, bis zum nächsten Mal.